Ich habe einen sehr, sehr wichtigen Tipp bekommen auf YouTube und ich hoffe, ich habe nicht meinen Spielstand zerstört. Ah! Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horse Tales. Ich habe mir gerade erstmal auf die Brille getatscht. Ich werde jetzt erstmal kein Bild machen von den Hühnern. Ich werde jetzt erstmal Olivia striegeln, denn sie hat verworrenes Fell. Und ich glaube, mit ihr habe ich momentan relativ gute Chancen, gegen Lilly zu bestehen. Denn sie hat nur das Problem mit den Hindernissen und bislang, muss ich sagen, hat sie das eigentlich sehr gut gemacht. Als wir jetzt beim letzten Mal im Wald unterwegs waren, hat sie sich null angestellt. Und deswegen würde ich das gerne mal mit ihr versuchen, das Rennen zu reiten. Denn ich hatte da als Tipp bekommen, hey, je mehr Ruhm du hast, desto schwieriger wird das Rennen. Wenn man noch kein Pferd hat, was schon richtig gut ist. Und ich habe kein richtig gutes Pferd. Olivia ist momentan mein bestes Pferd. Ja, zu faul für hohe Sprünge, das, den Eindruck hatte ich jetzt nicht unbedingt. Kondition ist leider nicht so gut, aber ja, ich werde es, denke ich, einfach mal probieren. Ich will mal kurz noch schauen, was ich sonst noch habe. Pferde wechseln, lasst mich mal schauen. Eine gute Kondition ist nicht schlecht, Artus wäre eventuell auch was. Ja. Der wäre vielleicht auch was, aber der galoppiert nicht gern durch Wasser, ne? Und wir haben da ja Wasser. Ach ja, Molly hat ja ein Fohlen bekommen. Oh mein Gott. Das machen wir aber nicht diese Folge. Hoho, wie gemein. Vier, vier, zwei, drei, vier. Ja. Die Wendigkeit war ja auch wichtig für die Geschwindigkeit. Ja, also Artus wäre schon cool. Ich schnapp mir den hier mal kurz raus. Aber der hat halt, wie gesagt, er ist eine Landratte. Er mag kein Wasser und da wird er schon deutlich langsamer. Auf der anderen Seite haben wir nicht so extrem viel, Zeit, die wir im Wasser verbringen. Es ist dieser eine See, wo wir durch müssen. Und wenn wir zu diesem Zeitpunkt Ausdauer regenerieren, ist das auch nicht schlecht, weil irgendwann müssen wir die Ausdauer regenerieren. Das heißt, ich würde jetzt, glaube ich, einmal Artus hier versorgen, dass der sich richtig, richtig tippitoppi wohl fühlt. Und dann gucken wir mal, ob wir das hinbekommen können. Ein Pferd, was auf der Wiese total abgeht, wäre natürlich auch gut. Habe ich aber, glaube ich, nicht. Ich meine, ich habe nur Sandläufer. So, jetzt ist er hier schon mal tippitoppi zufrieden. Waschen müssen wir den trotzdem auch noch. Weil guck mal, ich habe 16.300 noch was Ruhm. Und ich weiß nicht, wie gut ich jetzt sein müsste, um das Rennen zu bestehen. Also wir können es im Endeffekt nur probieren und hoffen, dass ich mir das jetzt nicht schon versaut habe. Ansonsten müssen wir halt gucken, wie wir erstmal an bessere Pferde kommen. Das heißt, da werde ich dann, denke ich, erstmal so ein bisschen züchten müssen, erkunden müssen und so weiter und so fort. Wir kriegen das irgendwie hin. So ist nicht, aber wir müssen halt erstmal gucken, wie. So, das bringt viel. So, jetzt ist er sauber. Und ich reite jetzt zu dem Rennen hin und da gucken wir mal, was passiert. So, da liegt jetzt übrigens da auf dieser linken Insel, wow, noch irgendwas rum. Das wollte ich mal einsammeln. Was war das denn jetzt, was ich eingesammelt habe? I don't know, ich habe gar keine Benachrichtigung bekommen, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, wir versuchen das jetzt mal. Ich bin mega gespannt, ob wir das hinbekommen. Wir werden es wohl irgendwie hinbekommen. Ich hoffe nur. Ich hoffe, dass es klappt, Leute. Oh.
toll, ich hätte Artus besser vorher noch füttern müssen. So, was mir auch gesagt wurde, war, dass es im Endeffekt mehr oder weniger egal ist, wie viele Hufeisen und so weiter und so fort ich einsammle und Münzen, dass das halt wirklich komplett rein nur für den Ruhm wichtig ist. Und das ist mir jetzt erstmal komplett egal. Ich will hier einfach nur das Rennen gewinnen. Und da bin ich jetzt gerade erstmal auf einem guten Weg. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Jetzt habe ich relativ viel Ausdauer verbraucht. Jetzt lasse ich Artus erstmal ein bisschen Zeit, sich zu regenerieren. Ich sehe sie noch gar nicht, die Lilly. Da hinten, da kommt sie angeritten. Jetzt springt sie da runter. Ah, die springt da drüber und holt sich die Münze. So, ich werde ihn jetzt nicht dauerhaft antreiben. Aber wichtig ist mir halt wirklich, dass ich hier mit der Ausdauer halbwegs klarkomme. So, jetzt ist sie relativ dicht hinter uns, aber jetzt sind wir auch schon mitten im Rennen. Oh, hier Errungenschaft freigeschaltet, Rennpferd. Jetzt sind wir auch schon ziemlich weit im Rennen drin und guck mal, der hat sich überhaupt nicht angestellt bei dem Wasser. Ich bin super, super stolz auf dich, Artus. Weißt du eigentlich, wie stolz ich auf dich bin? Du machst es mega gut. Leute, wir haben es geschafft. Hey, wie, wir haben es nicht geschafft. Platz 3. Lilly ist überhaupt nicht mehr drin. Wir haben einen neuen Rekord gemacht, ja. Hey, aber Lilly ist gar nicht mehr drin. Aber wir haben es scheinbar geschafft. Sprich mit Lilly. Oh, Leute. Puh. Ruh dich nicht zu sehr auf deinen Lorbeeren aus. Sie werden sowieso nicht lange halten. Nicht blinzeln, sonst verpasst du mich. Träum weiter, Nerd. Oh Mann. Meister des Schleichpfads, einen blauen Buschhammer bekommen, florales Zaumzeug, florale Bandagen und einen Blumensattel. Das klingt recht kitschig, aber okay. Oh mein Gott, Leute. Wir haben es geschafft. Ich bin mega stolz auf dich, Artus. Ich bin richtig stolz auf ihn. Wer ist das? Excuse me, wer bist du? Den Handschuhen nach zu urteilen, muss es irgendein Pferd der Familie, wie heißt der nochmal sein? Ich komme gar nicht auf den Namen. So, hier sind auch Schweinchen. Sind hier auch irgendwo Hühner? Ein Apfelbäumchen. Brauche ich jetzt aber gerade eher nicht. Oh, was ist denn hier hinten? Da ist noch ein Bambus. Okay, krass. Eine sehr, sehr vielseitige Vegetation. Wir haben die Fischholzhügel freigeschaltet. Da gucken wir jetzt mal ganz kurz rein. Oh, ich bin so stolz hier auf den Kerl. Es geht links runter. Und rechts geht's auch weiter. Hoppala. Ja, das ist jetzt natürlich so. Also wenn wir, wenn wir jetzt in Gebiete reiten wollen, die weiter entfernt sind, dann sind wir jetzt natürlich auch eine ganze Weile unterwegs. Das ist jetzt natürlich klar. Ah, guck mal, hier hinten ist auch wieder... Das ist das an den schattigen Orten, das, was ich für den Stall auch brauchte. Gipsspat oder was das war. Ich würde mich würde echt mal interessieren, wenn wir hier jetzt Pferde finden, was die so für Werte hätten. Die Hornwiese. Ach, guck mal, hier sind auch höhere Hindernisse noch. Oh, da oben sind Wildpferde. Ganz, ganz viele.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wildpferde sind da oben. Ja, die Brücke könnten wir ja schon bauen in der Theorie. Bauübersicht öffnen, wir haben ja jede Menge Holz. So. Oh Mensch hier, du hast mir hier gerade, oder du hast uns hier gerade was ermöglicht. Feiner Kerl. So, eins, zwei, drei. Das sind, ah ja doch, sechs Stück. Jetzt interessiert mich mal, was die so für Werte haben. Es sind sehr viele braune. Und die sind zwei Pferde dabei, die mir sehr, sehr gut gefallen. Weil sie halt auch mal so ein bisschen was Besonderes sind. So, jetzt schleichen. Untersuchen. Oh ja, ja, die haben jetzt schon bessere Werte. 11. Boah, hier 23, Dexerto. Aber das ist natürlich jetzt problematisch. Weil ich ja eigentlich noch einen Fohlen erwarte. Leute, ich muss noch einen Stall bauen. Ich habe jetzt so viele Weiden gebaut, aber ich habe keinen Stall. Troy. 18, 22. Alter Schwede. Das Pferd muss ich haben. Jetzt mal ohne Witz. Das Pferd muss ich haben. Die ist mega gut. Die ist richtig gut. Die ist richtig, richtig super toll. Jetzt habe ich aber, glaube ich, keinen Platz mehr für das Fohlen. Das ist ein Problem. Hilft Troy, sich an Sand zu gewöhnen? Das habe ich gar nicht geschaut. Ein Sandmuffel? Schmutzfink. Troy liebt es, durch Pfützen zu springen und wird davon nicht negativ beeinflusst. Auch nicht schlecht. Neugierig? Das ist wie bei Molly. Aber nichts so richtig extrem Mieses. Also auf Sand bin ich, glaube ich, jetzt nicht so viel unterwegs. Mag keine Schmeißfliegen, kann ich nachvollziehen. Aber richtig krasse Werte. Richtig krass. Ja, Leute. Mega nice. Ich freue mich. Ich werde mich jetzt hier abholen lassen. Ganz vorsichtig, um mir keine Pferde zu verscheuchen. Weil hier würde ich vielleicht durchaus mal noch das ein oder andere weitere holen. Ja, erfolgreiche Folge, würde ich sagen. Jetzt muss ich beim nächsten Mal schauen, wie ich Platz für mehr Pferde bekomme, damit wir auch züchten können. Es wird spannend. Also, weiter dranbleiben. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.